Das Orgelporträt, die Wilhelm-Orgel in Obergrenzebach. Obergrenzebach ist ein Ortsteil der Gemeinde Frielendorf im oberhessischen Schwalm-Eder-Kreis. Das Dorf liegt an den Westausläufern des Knüllgebirges, 5 Kilometer östlich der ehemaligen Residenz- und Kreisstadt Ziegenhain. Wir sind in der Schwalm, jener reizvollen Gegend im Herzen des Hessenlandes, die in Brauchtum, Tracht und Dialekt bis heute ihre Eigenständigkeit weitgehend bewahrt hat. Erstmals urkundlich im Jahre 1015 genannt, war vor allem das nahe und mächtige Kloster Spieskappel für die Entwicklung von Grinzenbach wegweisend. Nach der Aufhebung des Stiftes im Zuge der Reformation 1527 übernahmen die hessischen Landgrafen, denen zwischenzeitlich die Grafschaft Ziegenhain zugefallen war, auch das Kirchenpatronat in Obergrenzebach. Nach dem Übertritt des Landgrafen von Hessen-Kassel zum Calvinismus 1605 wurde auch in den Dörfern der Schwalm das evangelisch-reformierte Bekenntnis eingeführt. Seit 1821 lag der Ort in der kurfürstlichen Provinz Oberhessen und 1974 erfolgte die Eingemeindung in die Gemeinde Frielendorf. 1822 wurde das heutige Gotteshaus als rechteckiger, klassizistischer Saalbau anstelle der mittelalterlichen Laurentiuskapelle errichtet. Zum Abschluss erhielt die Kirche 1823 ihre Orgel, die aus der Werkstatt von Georg Wilhelm aus Kassel stammt. Zu Beginn erklang ein Präludium von Georg Friedrich Händel aus seiner 1720 veröffentlichten 8. Klaviersuite. Zu diesem gehört eine Fuge, die wir dann zum Abschluss hören und zu der dann noch ein paar Worte gesagt werden sollen. Führender Organist Hessens zur Zeit der Erbauung der Obergrenzebacher Orgel war zweifelsohne Christian Heinrich Rink, der zunächst in Gießen und später in Darmstadt wirkte und mit seinen zahllosen Kompositionen der Orgel einen bruchlosen Weg aus der Tradition des Barock hinein in den Klassizismus und bis zur frühen Romantik gewiesen hat. Thank you.
Stammvater der Orgelmacherfamilie Wilhelm war der 1733 in Weißenbach im Werra-Meißner-Kreis geborene Georg Peter Wilhelm. Man muss sich ein wenig Mühe geben, die verschiedenen Mitglieder dieser Sippe auseinanderzuhalten, da sie allesamt sehr ähnliche Namen trugen. Georg Peter Wilhelm erlernte sein Handwerk in der Werkstatt des Kasseler Hoforgelbauers Hermann Peter Dibelius und wurde 1771 zum Hoforgelbauer sowie zusätzlich zum Stadtorganisten berufen. Eines der wertvollsten Instrumente der nordhessischen Orgellandschaft ist seine 1802 erbaute Orgel in der Stiftskirche zu Kaufungen, die Ende 2019 nach über 40-jährigem Schweigen wieder eingeweiht wurde. Georg Peter Wilhelm hatte einen 15 Jahre jüngeren Halbbruder, Georg Wilhelm Wilhelm. Wegen der Gleichheit seines Vor- und seines Nachnamens fügte er letzterem zunächst ein I, später ein Y an und nannte sich fortan Wilhelmi. Er lernte ebenfalls bei Dibelius, übernahm dann die Werkstatt seines nach Kassel verzogenen Bruders in Weißenbach und siedelte sich 1781 in Stade an der Unterelbe an. Er hatte dort viele bedeutsame Instrumente in Pflege. So reparierte er nicht nur die berühmten Orgeln in Stade selbst, sondern auch beispielsweise in Steinkirchen und Lüdingwort. Zwei Orgeln von Arp Schnittger aus Hamburger Kirchen stellte Wilhelmi in den Dörfern Grasberg im Landkreis Osterholz und in Kappel bei Cuxhaven wieder auf und rettete sie damit aus heutiger Sicht vermutlich vor der Zerstörung spätestens im Zweiten Weltkrieg. Doch zurück zum Kasseler Hoforgelbauer Georg Peter Wilhelm. Als er 1806 starb, übernahm zunächst sein 1774 geborener Sohn Adam Wilhelm das Amt des Hoforgelbauers. Doch starb er bereits zwei Jahre später und die Werkstatt ging an seinen 1781 geborenen Bruder Georg Wilhelm über. Ab 1825 betreute dieser Georg Wilhelm die Kreise Kassel, Fritzlar und Homberg in der Funktion des Kreisorgelbauers. Er hat die Orgel in Obergrenzebach erbaut und einige weitere erhaltene Instrumente von ihm stehen ganz in der Nähe, so etwa in Ferna bei Frielendorf von 1816, in Berge bei Homberg-Efze von 1817 und etwas weiter entfernt in Ehlen im Habichtswald zwischen Kassel und Wolfhagen vor 1830. Trotz einer ganzen Reihe von Neubauten, die er bis zu seinem Tode 1838 erstellen konnte, lebte er mit seiner Familie, wie es heißt, in bitterer Armut. Der Sohn des Stader Wilhelmi, der 1811 geborene Karl Wilhelm, übernahm die Kasseler Werkstatt 1838 und wurde ebenfalls Hof- und Stadtorgelbauer. Ihm wiederum folgte 1851 sein 1816 geborener Bruder Gustav Wilhelm nach. Auch aus dieser letzten Generation der Familie stehen in Nordhessen noch einige schöne Instrumente. Etwa das zwar umgebaute, aber mit 24 Registern reich besetzte Werk in Bad Zwesten, ebenfalls in der Schwalm von 1847, in der Hospitalkirche zu Frankenberg an der Eder von 1864 und in Kerspenhausen bei Niederaula, wo eine der letzten Orgeln der Wilhelm-Dynastie von 1884 in hervorragendem Zustand bis heute erhalten ist. Seit 1817 wirkte an der großherzoglich-hessischen evangelischen Landesschullehrerschule in Friedberg der Kantor Peter Müller, 1791 in Kesselstadt bei Hanau geboren. Aus seiner Sammlung Opus 6 stammt das nun folgende Klangbeispiel. Thank you.
Die Orgel in Obergrenzebach wurde vor, aber hauptsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg mehrfach verändert. Mal wurde ein angeblich verwurmter Achtfuß gegen ein Nasat, mal die vorgeblich so alte Mixtur, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohne, durch neues Pfeifenwerk ersetzt. Diese von den Orgelsachverständigen jener Zeit nicht nur gebilligten, sondern meist sogar geforderten Maßnahmen haben dazu geführt, dass gerade in Nordhessen viele Instrumente teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert wurden. 1976 wurde die Orgel in Obergrenzebach dann durch Bruno Döring aus Neukirchen letztmals restauriert, aber da war vieles schon zu spät. Das bis zum dreigestrichenen F ausgebaute Manual besitzt Prinzipal, Gedakt und Salitional 8 Fuß, Oktave und Gedakt 4 Fuß, Quinte 2/2 Drittel Fuß, Oktave und Nachthorn 2 Fuß, eine zweifache Sesquialtera und eine dreifache Mixtur. Im Pedal finden wir Subbass 16 Fuß sowie zwei Oktavbässe 8 und 4 Fuß, dazu kommt eine Pedalkoppel. Georg Friedrich Händel hat während seines Aufenthalts auf dem Landsitz des Earl of Carnarvon in Cannons, Middlesex, um 1718 12 Orgelfugen komponiert, von denen die Hälfte später als Six Fugues or Voluntaries im Druck erschienen. Die übrigen sind größtenteils in verschiedenen Suiten für das Clavecin enthalten, die 1720 erschienen. Diese Fugen unterscheiden sich in Aufbau und Format in nichts von den sechs ausdrücklich als Orgelfugen oder Orgel-Voluntaries bezeichneten Stücke. Zusammengenommen besitzen wir also immerhin 12 Fugen Händels für die Königin der Instrumente, die allerdings so gut wie nie klingend zu erleben sind.